Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem etwas kürzeren Video habe ich mal wieder die neuesten Informationen rund um GTA Online für euch, Freunde. Denn heute ist ja Donnerstag und donnerstags startet Rockstar Games ja jetzt immer seit neuestem eine neue Eventwoche, und dem war auch heute so. Und um diese Eventwoche soll es jetzt hier einmal in diesem Video gehen. In dieser Eventwoche bekommen wir auf jeden Fall wieder einige Geldboni, wir bekommen einige Rabatte und wir bekommen gleich zwei Geschenke von Rockstar Games. Aber ich muss auch direkt vorneweg sagen, Freunde, dass diese Eventwoche eher schlecht als recht ist. Ich kann im Grunde nicht viel mit dieser Eventwoche anfangen und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Eventwochen aus den letzten Wochen waren deutlich besser und deshalb kann ich mir nur an die Stirn packen und mir denken, Rockstar Games, was macht ihr jetzt hier in dieser Eventwoche? Aber nun gut, Freunde, das Ganze geht auf jeden Fall noch bis einschließlich nächste Woche Mittwoch bis hin zum 13. März 2018 und dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt direkt einmal mit den Geldboni, die es in dieser Woche gibt. Und zwar gibt es hier erst einmal doppeltes Geld und doppelte RP auf alle Verkaufsmissionen aus dem Smugglers One DLC. Des Weiteren gibt es doppeltes Geld und doppelte RP auf den Gegnermodus Stockpile. Und es gibt doppeltes Geld und doppelte RP auf 4 Versus-Missionen. Und zwar auf Top Fun, Air Force Zero, G-Rating Hot und G-Rating Cold. Also ich muss ehrlich sagen, Freunde, die Geldboni in dieser Woche sind jetzt nichts Besonderes. Ich meine, ganz ehrlich, Freunde, wer von euch hat schon irgendwie einen vollen Hangar und verkauft jetzt die Waren hier in dieser Woche, wenn man halt auch lieber Büromissionen oder Bunkermissionen machen kann, wo man eh viel mehr Geld mitmacht als wie mit den ganzen Hangar-Missionen. Und deshalb, ich persönlich kann mit diesem Geldbonus nicht besonders viel anfangen. Der Geldbonus auf den Gegnermodus Stockpile, der ist ja noch ganz okay. Da ist der Payout wirklich ganz okay und deshalb kann man das Ganze auch mal, wenn man Bock hat, spielen. Außerdem, die Versus-Missionen sind jetzt auch nicht wirklich gut. Diese gibt es jetzt schon seit PS3-Zeiten und auch die werde ich in dieser Woche jetzt nicht spielen. Und deshalb würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt an dieser Stelle einmal zu den Rabatten, die es in dieser Woche gibt. Und hier gibt es 40% Rabatt auf die Strikeforce, auf die Bombushka, auf den Blimp, auf den P996 Laser und auf die Hydra. Außerdem gibt es noch 50% Rabatt auf alle Hangar und auf alle Hangar-Renovierungen. Und das waren im Grunde auch schon alle Rabatte, die es in dieser Woche gibt. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ja, hier kann ich auch nicht wirklich viel mit den Rabatten anfangen. Ich meine, der Rabatt auf den P996 Laser, der ist schon stabil. Ich meine, 40% machen da wirklich schon einiges aus. Aber ich besitze den Laser schon und deshalb sind die Rabatte in dieser Woche jetzt nicht wirklich interessant für mich. Falls ihr den Laser aber noch nicht besitzt, dann könnt ihr euch in dieser Woche ja wirklich mal überlegen, ob ihr ihn euch nicht gönnen wollt, weil ich meine, wenn ihr den Vollpreis bezahlt, dann ist der Teil wirklich scheiße teuer. Last but not least gibt es dann noch zwei neue Geschenke von Rockstar Games, beziehungsweise zwei alte Geschenke von Rockstar Games. Und zwar gibt es hier zum einen das rote Rockstar Games Class of 98 T-Shirt und zum anderen noch das blaue Rockstar Games Class of 98 T-Shirt. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe Rockstar Games ganz und gar nicht, Freunde, weil diese T-Shirts sind jetzt nichts Neues. Diese gab es vor circa anderthalb Jahren in Form von einer anderen Eventwoche schon einmal als Geschenk. Ich glaube, das Ganze war damals zum Gunrunning DLC oder so. Im Sommer 2017 war das Ganze, meine ich. Und ja, deshalb hatte ich diese T-Shirts auch schon und deshalb kann ich es nicht verstehen, dass Rockstar Games diese T-Shirts jetzt noch einmal erneut veröffentlicht in dieser Eventwoche als Geschenk, wenn man jetzt halt mal den Fakt ins Auge sieht, dass es noch über 400 unveröffentlichte T-Shirts gibt, die Rockstar Games bis heute nicht veröffentlicht hat. Deshalb kann ich das einfach nicht nachvollziehen, wieso Rockstar Games hier einfach nochmal zwei alte T-Shirts in Form von dieser Eventwoche als Geschenk veröffentlicht und nicht einfach mal irgendein T-Shirt von diesen 400 unveröffentlichten T-Shirts, die es halt noch im Game drinne gibt. Und ja, deshalb bin ich an dieser Stelle ein bisschen verwundert. Ich bin ein bisschen traurig, dass diese Eventwoche jetzt nichts Besonderes ist und ja, ich hoffe, dass ihr mir das Ganze jetzt nicht übel nehmt, dass ich ein bisschen Real Talk hier gesagt habe, dass ich das Ganze hier nicht einfach schön geredet habe. Ich habe euch jetzt über die aktuelle Eventwoche informiert. Ich sage euch ganz ehrlich, mir gefällt sie nicht. Ist meine Meinung. Vielleicht sagt der ein oder andere unter euch ja, WFG, du hast keine Ahnung, Eventwoche ist super. Dann ist das halt leider so, dann ist das eure Meinung. Meine Meinung ist aber, dass diese Eventwoche jetzt nichts Besonderes ist. Und ja, Freunde, dann ist das jetzt halt so.
So, okay Freunde, ich werde das Video jetzt so langsam beenden, denn weitere neue Dinge haben wir jetzt nicht mehr in GTA Online bekommen. Die Eventwoche hat auch keine weiteren Dinge, die man noch hier erwähnen könnte. Und ja, wenn euch das Ganze trotzdem gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.